Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir haben heute Donnerstag. Donnerstag ist bei mir immer der videofreie Tag. Für die Leute, die vielleicht das noch nicht so mitbekommen haben. Ich poste jeden Tag ein Video, außer Donnerstags. Das ist irgendwie so ein Tag, wo dann kein Video online kommt, weil ja, jeder braucht mal einen Tag frei. Und deswegen haben wir immer Donnerstags keine Videos. Und gestern habe ich nicht gevloggt. Also gestern war Mittwoch und es war so gut, mal nichts zu tun. Also wirklich nichts. Einfach nur im Bett, bisschen mit den Kindern chillen, bisschen Serien schauen, nur essen und sowas zu machen. Halt einfach so wirklich so, ja, einfach sich einen Tag frei zu nehmen. Hat auch wirklich super gut getan. Und ja, heute werde ich mir meine Haare färben. Ich stehe jetzt hier im Badezimmer. Ich werde sie noch ein bisschen nachfrischen. Und zwar färben. Es ist keine Farbe, es ist eine Tönung. Hier von Vella, glaube ich, oder? Ja, Vella. Also das ist meine Farbe, Color Touch. Sie ist ammoniakfrei. Da steht das ammoniakfrei. Deep Brows. Deep Browns. So. Und das ist eine Tönung, die macht die Haare ein bisschen bräunlicher und ein bisschen glänzender. Ich habe morgen nämlich mit der Michelle einen Dreh für Deichmann und da werde ich euch vielleicht ein bisschen mitnehmen, so back hinter den Kulissen und ja, deswegen habe ich mir gedacht, heute endlich mal diese lang ersehnten Spitzen schneiden, aber davor halt färben ein bisschen, weil bei mir kommt schon ein bisschen leicht ein paar weiße Härchen raus und die stören mich schon ab und zu und deswegen färbe ich mir jetzt meine Haare. Ich habe auch so einen, wie heißt das? Wasserstoff, genau, in 3%. Und ich mische das jetzt alles hier zusammen. Ich mache die ganze Farbe rauf, weil ich habe ja lange Haare, deswegen hoffe ich, dass ich so wie... Ich glaube, eine Farbe wäre so viel zu wenig. Ich bräuchte eigentlich 1,5, aber ich mache es hier, wo es wichtig ist. Gut, ich würde sagen, ich mische mal die Farben an. Ich mache alles, was da drin ist und alles, was da drin ist. Und dann mische ich das und dann trage ich es auf. Ach ja, und übrigens, ich weiß, dass viele das nicht befürworten, wenn man sich die Haare färbt, während man schwanger ist. Aber es ist nur eine Tönung und es ist ammoniakfrei. Und ich habe da schon mal mit einem Frauenarzt drüber geredet. Ich habe ihn gefragt, ob es schädlich ist, wenn man sich die Haare färbt oder blondiert. Und er hat gemeint, es ist eigentlich nicht schädlich. Es war früher mal schädlich, wo die Haarfarben sehr intensiv waren. Keine Ahnung, was da in diesen Haarfarben drinnen war, so früher. Aber heutzutage ist es nicht mehr schädlich. Und vor allem, wenn man seine Haare nur tönt und ammoniakfrei, also man schaut drauf, dass kein Ammoniak drinnen ist, dann ist es nicht so schlimm. Wenn man meine Tönung jetzt so anschaut, dann würde man glauben, ja, ich mache mir die Haare orange. Aber nein, das ist braun. Schaut noch ein bisschen tricky aus. Aber es wird dann wahrscheinlich erst mein Kopf dann braun. Ich hatte die Farbe schon mal, aber ich habe voll vergessen, dass es so ist. Ich mache mir die Haare orange. Nein. So, und let's go. Ich habe übrigens kein System, also wenn ihr Friseurinnen seid und ihr zuschaut, viel Spaß. Ich bin einfach so der Typ, ja, irgendwie und irgendwas. Aber Hauptsache die Haare ein bisschen gefärbt. Und die Ohren natürlich ist auch ganz wichtig. Die Farbe ist irgendwie so flüssig. Deswegen ist das schwierig. Und den Boden mache ich auch ein bisschen braun. Also gut, meine Lieben, ihr seht, wird das hier ein ganzes Abenteuer. Ich zeige euch dann, wie das Endergebnis ausschaut. Haarfarbe ist ausgewaschen. Ich zeige es euch danach. Ich sag's euch, ich bin echt voll aus der Puste. Jede kleinste... Nee, die kleinste Bewegung kann man nicht sagen, aber jede bisschen Bewegung, die ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss. Nee, ich kann nicht reden. Ich kann anscheinend auch nicht reden. So kann ich reden. Auf jeden Fall Haare auswaschen, also danach, ich bin richtig erschöpft und müde.
Ja, ich habe mir gedacht, heute ist Beauty Day, weil ich fühle mich nicht so wirklich. Und deswegen habe ich jetzt Haare gefärbt. Und jetzt mache ich mir meine Zaubermaske drauf. Die ist richtig gut. Die reinigt die Haut wirklich porentief. Die zieht nämlich den Schmutz wie so ein Korkenzieher aus den Poren raus. Und auf das habe ich jetzt richtig Bock, weil das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und diese Maske ist richtig gut. Ich liebe die einfach. Ich werde sie übrigens auch unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr nämlich auch direkt über mich bestellen. So. Das ist eine ganz neue. Und ich trage das Ganze mit so einem Pinsel auf. Die könnt ihr übrigens auch bestellen. Bei mir, falls ihr das möchtet. Das ist ein richtiger Maskenpinsel. So, schon schaut er aus. Und der ist super zum Auftragen von solchen Masken. Weil dann verbraucht man nämlich nicht so viel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht schmutzig mache. Man verbraucht nämlich nicht so viel Produkt, wenn man einen Pinsel hat, wie wenn man das jetzt nur mit den Fingern macht. Ich habe hier meinen Spiegel, nicht dass ihr euch denkt, oh, wo guckt ihr hin? Maske einfach. Ich zeige euch dann, wenn sie eintrocknet, das dauert so circa 15 bis 20 Minuten, wie sie sich richtig in die Poren hineinfrisst. Die ist richtig gut. Ich liebe die total. Ich empfehle sie auch wirklich meinen ganzen Kundinnen, die Hautprobleme haben. Das ist wirklich so ein Einsteigerprodukt. Die hilft wirklich sehr, sehr gut. Auch Leuten, die unter Unreinheiten leiden und sagen, naja, ich habe so auch so Narben vielleicht noch von alten Unreinheiten. Sie hält Narben auf. Das ist nicht mega. Also sie hält die Narben auf. Vor allem so Akne-Narben und so perfekt. Und ich habe auch schon von einigen gehört, die haben sie auf so Brandnarben oder Verletzungsnarben aufgetragen. Die sind dann nämlich auch heller geworden. Richtig, richtig top. Deswegen, falls ihr auch so eine Zaubermaske haben wollt, ihr kommt damit wirklich lange aus. Und ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Ich habe Creme da. Hast du Creme? Nein, aber... Oh, soll ich dir helfen? Soll ich das dort wegwischen? Die Maske ist jetzt fertig eingezogen und ich habe mir währenddessen schnell die Augenbrauen gezupft. Und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann in der Kamera, aber ich glaube schon. Seht ihr überall diese Pünktchen? Das sind alles meine Poren. Und so tief ist die Maske da hineingesogen. Und die werde ich jetzt abwaschen gehen. Und dann meine Haare föhnen und dann zum Friseur gehen. Yay! Ich gehe dann mit Patrick nämlich, weil der hat es auch bitter notwendig, zum Friseur zu gehen. Der hat nämlich schon so einen Helm auf. Und ja, gehe ich dann mit Patrick zum Friseur und nehme euch dann mit. Aber zuerst mal natürlich die Maske abwaschen. Schon krass, eigentlich schaut es sehr dunkel aus, also das Endergebnis. Ich meine, man muss beachten, dass die Haare noch nass sind. Was sagst du, Schatzi? Black Beauty. Man erkennt ja, ist es nass noch, oder? Ja, ist noch nass. Aber ich glaube, das wird minimal heller. Aber es hat immer bei den Tönungen, finde ich, immer am Anfang so krass aus und danach verschwindet es eh schnell. Ich habe jetzt beschlossen, die Haare nicht zu föhnen, da ich jetzt zum Friseur gehe und die waschen mir die Haare. Es gibt jetzt nämlich nicht mehr, also man darf nicht mehr zum, also diese Dienstleistung nur Haare schneiden, so reden. Auf trockenen Zustand ist nicht erlaubt. Wegen Corona, deswegen waschen sie einem sowieso die Haare, deswegen föhne ich sie jetzt nicht. So schauen wir jetzt aus vorher. Ich schaue jetzt bestimmt super toll aus mit meinen Haaren ungeföhnt irgendwie. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie es nachher ausschaut. Und der Patrick, wie ihr seht, ist hier very long hair. Yes, die Ohren sind komplett bedeckt, aber will auch scheinbar hier mit ins Bild. Ein Paket bitte zum Verschicken. Yep. Ich brauche aber noch meine Tasche. Hallöchen! Die Mama und der Patrick sind zum Friseur gegangen. Und ich bin noch mit dem Kind zu Hause geblieben. Weil... Ha?
Was macht ihr da? Und Lisa, schmeckt dir denn Eis? Eis? Ja, lecker? Hm? Und du, kleine Pisku? Aber die Furzmaschine macht auch Eis. Furzmaschine, das ist keine Furzmaschine. Oh ja, manchmal schon. Die Kinder beschäftigen sich ein bisschen alleine jetzt, wie man hört. Und ich gehe mal kurz zu den Hühnern sauber machen. Oh, McDonald's, Hever Farm, I-I-I-O. Hallöchen. Alles vorbereitet. Mir geht's gut. Hallo meine Mädels, kommt hier rein. Alles sauber. Sassi. Lara, ich hab noch nicht Stopp gesagt. Okay, komm, sitz am Sessel. Das war nicht korrekt. Sassi. Hey, komm, Lisa, komm. Aber nicht Stopp gesagt. Ja. Ich hab nicht Stopp gesagt. Halt. Stopp! Stopp! Nein, du spielst nicht mit. Oh ja. Gar nicht. Das ist nicht fair. Ich will auch mitspielen. Ich hab gewonnen. Ah, der Sessel platzt gleich mit uns. Aber das ist nicht fair, wie sehr was du da machst. Stopp! Ey, gar nicht! Ja, das ist nicht. Die Michelle hat verloren! Boah, ich hab keinen Bock, sie aufzuküssen. Ich will sie nicht küssen! Nein. Mama, ich hab Hunger! Wer ist meine Mama? Ich bin deine Mama. Du bist meine Mama. Ich hab Hunger. Ja, gibst du mir was zum Essen? Okay. Ma, das ist so angenehm. Das ist angenehm. Aha. Na, ich hab Hunger! Hey, gib her! Gib mein Patschen zurück. Hey! Meine Farbe ist Patschen! Danke, Luisa. Was macht ihr zwei hier? Sophie ist einfach reingesprungen. Hä? Und bist du auch ein Baby? Ja. Das ist doch ein Liebes. Das ist doch kein Böses. Das ist Liebe, oder Papa? Ja. So, meine Lieben, sind wieder zu Hause. Haare sind 5 cm kürzer. Hast du dir wehgetan? Und so schaut Herr Patrick aus. Bei mir sieht man jetzt nicht so einen großen Unterschied beim Patrick. Oh mein Gott! Patrick zeigt sich gar nicht so gut. Cooler Patrick, oh mein Gott, fresh hair. Man kann seine Ohren wieder sehen. Oh, Gringo! Jetzt schaut aus, das ist der ein neuer Patrick. Ein neuer Patrick, oh. Jetzt schaut er aus, ein neuer Bruder, ein großer Bruder. Ein neuer großer Bruder. Was ist das? Jeder will was. Die Lisa will zu mir. Das ist so schwer. Ja, 30 Kilo hier. Also, Mama, geh mal ins Haus. Komm. So, meine Lieben, wir waren in der Zwischenzeit, ich und der Patrick, bei Merkur. Wir haben uns ein paar Gemüse besorgt, weil wir heute ein veganes Gericht vorbereiten wollen. We'll be right back.
Was hast du gekocht? Schaut lecker aus. Yummy. Ja, wirklich gut. Das ist einer der besten Rezepte, die ich bis jetzt gekocht habe. Bin gespannt, aber mein Platz ist belegt. Hallo, Mister? Ich habe mich verschreckt von Mister P. So. Aber es schaut schon cool aus, Baba. Also ich fühle die neue Haarfarbe und die neue Länge. Oder Baba, what do you think? Sehr schön. What do you mean? So, das Essen. Mama, ich habe dir Blumen gebracht. Dankeschön. Ah, wie nett. Das ist romantisch, oder? Ja, voll. Der Baba hat so lecker gekocht mit Patrick. Ein veganes Essen mit Tofu. Und wir drehen aktuell Michelles Morgenroutine. Lass mich mal vorne da sein. Also Abendroutine, Entschuldigung. Und deswegen wollten wir uns jetzt vom Vlog verabschieden. Michael hupst mit auch mal dumm. Sagst du auch mal was? Ja. Sag was. Sag was. Gut, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben. Mama ist Anfänger. Ich bin so müde. Das ist die Schwangerschaftsmüdigkeit und keiner hat Verständnis für mich. Was? Ich hab dir eine Massage gemacht. Ja. Das war ein Gutschein von Muttertag. Ja. Also bitte. Ich mag gerne auch noch mehr. Na gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein. Bye. Um 15 Uhr. Tschüss. Tschüss.